Wir hatten eine ganze Menge Jüdinnen in unserer Klasse bis 33. Und dann, und das war ja, ich weiß jetzt nicht, jedenfalls war das lange vor den großen Ferien. Und die blieben dann immer noch in unserer Klasse. Und es war auch eine konservative Schule. Also da war nicht gleich so mit, waren einige, wo die Eltern nur so ganz doll waren, aber nur wenige. Mein Vater war ganz und gar dagegen. Der hat nie eine Fahne rausgehängt. War mir immer ein bisschen peinlich, aber es war eben so. Und als dann die großen Ferien waren, da waren einige Lehrer nicht mehr da und auch viele Mitschülerinnen, aber die waren ausgewandert, die waren nicht alle im Konzentrationslager. Ich habe mal als Kind ganz schlimm geträumt, dass sie meinen Vater abgeholt haben in ein Konzentrationslager, weil er eben strikt dagegen war. Wenn wir vor 33 mit den Verwandten, wir haben viele, meine Mutter hatte ja 6 Geschwister, und da sind wir sonntags dann oft zu denen zu Besuch gegangen in ihre Gärten, und da haben die Männer dann erzählt, die Frauen, und ich habe gespielt oder habe Bücher von meinem Onkel mir da rausgesucht. Hatte auch kleinere Cousins, und mit denen habe ich dann Schule gespielt. Und die Männer haben diskutiert. Das war eigentlich nicht so schön. Das ging sehr laut her, diese Diskussion vor 33. Und dann war 33 und dann war alles. Dann hat keiner mehr was gesagt. Mein Vater auch nicht. Der hatte ja Familie. Der hat natürlich nicht getönt. Aber die Fahne hat er nicht groß gehängt.